herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Zuerst einmal wünsche ich euch allen frohe Ostern und hoffe, ihr genießt eure Zeit mit der Familie. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich am Mittwoch im Globus besucht haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Hier könnt ihr auch mal sehen, ungefähr wie viele Leute da waren. Einige haben sich nämlich auf dieser Torte verewigt. Und zwar habe ich hier eine Styropor-Torte, also so einen Dummy mit Fondant überzogen. Und dann durften meine Besucher mit Lebensmittelstiften hier auf der Torte unterschreiben. Und diese Torte ist da jetzt draus geworden. Ich habe die Bilder auch schon bei Facebook gepostet und vielleicht habt ihr euch ja schon drauf entdeckt. Ihr habt vielleicht auch gesehen, dass es in meinem Shop ein Upgrade gegeben hat. Und zwar habe ich jetzt ein ganz neues Shop-Layout. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Denn jetzt ist der Shop richtig hübsch geworden. Und ich freue mich da richtig drauf, auch auf viele neue Produkte. Und jetzt wird es auch so sein, dass es für jedes Produkt dann mit der Zeit jetzt immer ein Video gibt. Und zwar werde ich euch da in so kleinen kurzen Videos einfach zeigen, wie man die Produkte verwendet und wie sie eben gebraucht werden. Einfach damit jeder sich vorstellen kann, was es für ein Produkt ist, was es beinhaltet und wie man es verwendet. Heute möchte ich euch ein Rezept vorstellen, für welches ich schon viele Anfragen hatte. Und zwar mache ich heute eine Pfirsich-Melba-Torte, also eine Pfirsich-Himbeertorte. Und dieses Rezept habe ich bereits letztes Jahr gemacht, da ist aber mein Filmmaterial verschwunden und deswegen habe ich heute das Rezept für euch und möchte jetzt erst einmal den Biskuitteig backen und zeige euch dazu die Zutaten. Bevor ich starte, lege ich mir immer mein Blech zurecht oder meine Form. Und zwar benutze ich hier heute wieder mein Backblech aus meinem Backstarter-Set, meine Backfolie, diese Dauerbackfolie, die ich mehrmals verwenden kann. Und hier habe ich meinen Tortenring, den kann ich nämlich als Backring benutzen und später auch als Tortenring. Bei dem flachen hier ist der Vorteil, dass ich hier Markierungen habe, wie groß ich ihn einstellen kann. Der ist nämlich flexibel und ich werde den jetzt auf 26 cm einstellen. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Springform nehmen. Das habe ich mir jetzt zurechtgelegt und kann jetzt den Teig machen. Für den Biskuitteig braucht ihr 3 Eier, 100 Gramm Zucker, einen Esslöffel Vanillezucker, den habe ich selbst gemacht, 60 Gramm Mehl, 60 Gramm Speisestärke und einen halben Teelöffel Backpulver. Ich werde den Biskuitteig jetzt in der KitchenAid verrühren, aber natürlich könnt ihr das auch mit einem Handrührgerät machen. Zuerst gebt ihr jetzt die Eier in eure Rührschüssel und die Eier werde ich jetzt schön schaumig rühren. Und werde dann nach und nach den Zucker und den Vanillezucker dazugeben. Wenn die Eiercreme dann richtig schön aufgeschlagen ist, also richtig weiß ist, man sieht es hier deutlich, dass sie richtig an Volumen zugenommen hat, dann könnt ihr die trockenen Zutaten hinzufügen. Und zwar werde ich die jetzt sieben, einmal Speisestärke, Mehl und Backpulver. Und das werde ich jetzt vorsichtig mit dem Schneebesen unterheben. Da dürft ihr auch nicht zu lange rühren, einfach so viel wie nötig, aber nicht mehr. Und das Einfüllen muss jetzt sehr schnell gehen, ansonsten kann es nämlich passieren, dass euer Teig hier am Rand ausläuft. Und der Ofen muss auf jeden Fall vorgeheizt sein, auf etwa 190 Grad. Und dann gebe ich jetzt hier ganz schnell den Teig rein und stelle ihn dann sofort in den Ofen, damit einfach der Teig hier am Rand nicht auslaufen kann. Wenn ihr den Teig in einer Springform backt, ohne so einen Backrahmen, dann dürft ihr nur den Springformboden fetten, aber nicht die Ränder, weil ansonsten der Teig nämlich runterfällt hier am Rand und euer Biskuit dann nicht so schön hoch wird. Also der Rand darf nie eingefettet werden bei Biskuitteig. Das verteile ich jetzt noch ganz schnell und dann geht es wie gesagt sofort in den Backofen. Der Biskuitteig muss jetzt für etwa 20 Minuten bei 175 Grad Ober- und Unterhitze gebacken werden. Und zwar habe ich vorhin meinen Ofen auf 190 vorgeheizt. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich immer ein paar Grad höher vorheize. Dann schiebe ich den Teig eben hinein mit dem Backrahmen und dann schalte ich den Herd wieder zurück. Einfach damit der Teig so ein bisschen so eine Schockstarre bekommt, nicht ausläuft. Und ich einfach weiß, dass der Ofen richtig schön vorgeheizt ist. Und da müsst ihr auf jeden Fall die Stäbchenprobe machen. Dazu nehmt ihr den Zahnstocher, stecht ihn in den Teig hinein und wenn da dann nichts mehr dran kleben bleibt, dann ist der Teig gut. Die Stäbchenprobe dürft ihr allerdings nicht vor 15 Minuten machen, weil sonst der Teig in sich zusammenfällt und ihr dann keinen schönen Biskuitteig mehr habt.
Jetzt habe ich das hier 2 Minuten abkühlen lassen und kann jetzt hier mein Werkzeug benutzen. Das ist nicht spitz, das ist kein Messer, sondern einfach sowas wie so eine Palette zum Abtrennen des Teiges. Das kann ich hier außen ansetzen und kann das dann hier am Mama. Rand schön abziehen. Mama, ja. Ich kann das auch. Kannst du mir mal geben, bitte? Bitte. Bitte, Mama. Ich kann das auch. Ich will auch. Nein, ich will das nicht. So. Und jetzt ziehe ich erstmal das Blech drunter weg. Und hier sieht man, dass es ganz leicht ausgelaufen ist, aber so ein ganz kleiner Rand, den könnt ihr eigentlich nie vermeiden. Mehr dürfte es jetzt nicht sein. Das heißt, euer Ofen muss immer vorgeheizt sein und ihr müsst den Teig direkt in die Form geben und direkt in den Ofen schieben. Ansonsten läuft euch der Teig nämlich von der Form raus und das darf nicht passieren. Da gibt es nochmal einen Trick, wie man das vermeiden kann, aber diesen Trick zeige ich euch dann in meinem nächsten Video, in dem ich euch mein Backstarter-Set vorstelle. Jetzt lege ich hier ein sauberes Geschirrtuch drauf. Und kann das einmal stürzen. So. Und ziehe jetzt die Folie ab. Ihr seht, es geht wunderbar. Hier muss ich noch mal kurz so das ablösen. Und kann jetzt den Rahmen wegnehmen. Und ihr seht, jetzt habe ich einen wunderschönen gebackenen Biskuitteig. Nein, ist das nicht schön. Der ist doch schön. Nein. Wieso ist der nicht schön? Weil da hast du nicht Kerzen gemacht. Ach so, ja, wir dekorieren das doch gleich. Und zum Abkühlen lege ich jetzt einfach noch so ein Tuch drauf und lasse es jetzt einmal komplett abkühlen. Wer möchte, kann jetzt hier zum Beispiel etwas Likör oder Saft drüber träufeln und den Biskuit damit parfümieren. Oh, richtig schön weich. Bist du die Knuspermaus? Nach dem Abkühlen sieht der Teig jetzt so aus und ich habe mir jetzt hier bereits eine Tortenplatte zurechtgelegt und jetzt müsst ihr euch überlegen, möchtet ihr den Teig jetzt so hoch lassen, meiner ist jetzt wirklich extrem hoch geworden für die Portion, oder möchtet ihr, dass er lieber etwas niedriger ist? Also ich möchte, dass er so, dass unten Teig ist und dann drüber eine Creme kommt und dann kein Teig mehr kommt. Und mir ist es jetzt ein bisschen zu hoch, deswegen werde ich den Teig jetzt kurz etwas dünner schneiden, habe ihn jetzt einfach mal umgedreht. Jetzt werde ich hier mit so einer Tortensäge den Boden zerteilen und kann jetzt hier einstellen, wie hoch ich den Teig haben möchte. Ich hatte so eine Tortensäge schon mal von Lidl oder Aldi war das und die waren nicht so gut, weil die einfach hier glatt waren. Dieser Draht war glatt und da hat er eben gar nichts geschnitten. Zum Einstellen drückt ihr das jetzt so ein bisschen nach unten und könnt dann den Draht oben verstellen und hier dann eben einrasten lassen. Und dann schaue ich mir das mal an. Ich möchte jetzt meinen Teig etwas so hoch und lasse es eben hier jetzt einrasten. Ja, auf beiden Seiten. Und jetzt kann ich diese Säge ansetzen und halte hier mit der Hand fest und säge jetzt einmal durch. Das geht natürlich am besten, wenn der Teig nicht mehr so frisch ist, also wenn ihr das vielleicht einen Tag später macht. Aber ich möchte jetzt meine Torte gleich weiterverarbeiten, deswegen mache ich das direkt. Und jetzt werde ich erstmal den Teig auf meine Platte setzen und kann jetzt den oberen Teil wegnehmen. Und den könnt ihr jetzt irgendwie weiterverarbeiten, könnt eine kleine Torte draus machen oder es zerbröseln und zu Cake Pops verarbeiten. Aber ich werde diesen Teig für diese Torte jetzt nicht benutzen. Und jetzt kann ich da einfach den Tortenring wieder außen rum legen und stelle ihn so eben wieder ein, dass er von oben her passt. Der muss einfach von hier oben jetzt die Torte richtig schön umschließen. Für die Creme braucht ihr jetzt folgende Zutaten, und zwar 500 Gramm Quark. Ich habe jetzt hier Magerquark. Ihr könnt aber auch einen stichfesten Joghurt nehmen, also so einen 10%igen. 120 Gramm Puderzucker, den Saft einer halben Zitrone. Ihr braucht 4 Teelöffel Sanapart. Das ist einfach so ein Sahnesteifmittel, einfach nur Stärke. Und es ist einfach rein pflanzlich und ohne Gelatine. Ihr braucht 2 Becher Sahne. Und ich habe jetzt hier auch noch 2 Tüten Agatine. Die sieht so aus. Und wenn ihr die Agatine nicht habt, könnt ihr auch Gelatine nehmen. Und zwar 12 Blätter insgesamt. Ich habe jetzt die Agatine, weil sie einfach pflanzlich ist.
Ihr braucht natürlich die Früchte. Hier habe ich 300 Gramm Tiefkühlfrüchte und zwar die Himbeeren. Ihr könnt auch frische Himbeeren benutzen. Bei den Tiefkühlfrüchten müsst ihr sie einfach auftauen lassen. Das habe ich jetzt schon. Und ich brauche 300 Gramm Pfirsich. Das ist der aus der Dose. Den habe ich abtropfen lassen, habe ihn abgewaschen, damit er einfach nicht mehr so süß ist. Und das ist der jetzt. Zuerst wird jetzt die Sahne steif geschlagen. Und dazu gebe ich sie hier in meine Küchenmaschine. Könnt ihr natürlich auch wieder alles ohne Küchenmaschine machen und mit einem Handrührgerät direkt die 400 Gramm. Und da gebe ich jetzt natürlich meinen Spritzschutz drauf, damit mir hier nicht die Küche voll spritzt. Und während die Sahne jetzt gerührt wird, werde ich das Sahneapart einrühren und zwar 4 Teelöffel. Und ich verwende jetzt hierzu die Messlöffel aus meinem Shop. Und zwar kann ich da immer ganz richtig dosieren. Ich habe jetzt hier einen Esslöffel, einen Teelöffel, einen halben Teelöffel und einen Viertel Teelöffel. Und da weiß ich immer ganz genau, dass die Mengen stimmen und werde jetzt hier diesen Teelöffel benutzen. Man kann natürlich den Ring wegmachen, dann sind sie einzeln, aber ich finde sie so im Pack eigentlich ganz gut. Ich wasche die auch nicht jedes Mal, weil ich ja damit nur die trockenen Sachen abmesse. Außer ihr benutzt natürlich das für was Flüssiges, dann könnt ihr sie natürlich abwaschen. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr da die Messlöffel aus rostfreiem Edelstahl benutzt, damit sie euch einfach nicht anrosten und so halten die eben ewig. Bei der Sahne müsst ihr natürlich aufpassen, dass sie nicht überschlagen wird. Die braucht jetzt noch gerade ein paar Sekunden. Und dann werde ich sie herausnehmen und in den Kühlschrank stellen. So ist sie richtig gut. Jetzt nehme ich einfach eine andere Schüssel und gebe jetzt den Quark hinein. Da kommt noch der Puderzucker mit dazu. Und der Zitronensaft. Und das wird jetzt einfach ganz kurz verrührt, bis die Zutaten vermengt sind. War es das auch schon mit der Küchenmaschine? Die Früchte werde ich jetzt getrennt voneinander pürieren. Und zwar gebe ich sie dafür in so einen kleinen Mixer rein. Und ich püriere jetzt auch zuerst die Pfirsichhälften, weil ich die zuerst brauche. Die gebe ich jetzt in einen kleinen Topf und gebe da auch direkt die Agatine mit dazu und verrühre das schön. Und lasst es jetzt aufkochen und dann muss es ab dem Zeitpunkt 2 Minuten lang weiter köcheln. Wenn ihr jetzt statt mit der Agatine mit Gelatine arbeitet, müsst ihr auf der Packungsanleitung nachschauen, wie ihr sie verarbeitet. Bei Blattgelatine ist es so, dass ihr die vorher einweicht und dann eben in der warmen Lösung hier auflösen könnt. Und bei gemahlener Gelatine ist es so, dass ihr diese vorher in Wasser auflöst und dann eben hier mit dazugeben könnt. Genau das gleiche mache ich jetzt auch hier mit der Himbeere. Wenn es dann 2 Minuten gekocht hat, ziehen wir es vom Herd runter und schalten die Herdplatte aus. Und das lasse ich jetzt wenige Minuten abkühlen, dass es einfach nicht mehr so arg heiß ist. Lasse es jetzt ganz kurz hier stehen und rühre es einfach gelegentlich um. Wenn das Fruchtpüree dann leicht abgekühlt ist, könnt ihr es in ein kleines Gefäß geben. Es darf aber nicht zu klein sein natürlich, weil jetzt noch Sahne und Quark mit dazu kommen. Und jetzt gebe ich hier erstmal nur einen Löffel vom Quark mit dazu und verrühre das schön miteinander. Einfach damit dieses Fruchtmus jetzt nicht zu schnell geliert und ihr dann so kleine Gelierstückchen drin habt. Und jetzt kommt da einfach die Hälfte des Quarks mit rein. Und die andere Hälfte heben wir auf für die Himbeeren. Das wird jetzt kurz verrührt. Und jetzt hebe ich hier direkt noch die Hälfte meiner Sahne mit rein. Kann mir das hier so ein bisschen markieren. Ups. Und kann das jetzt hier schön mit unterheben. Und jetzt nehme ich meinen Tortenboden und verteile etwa 2/3 dieser Creme auf dem Tortenboden. Und das mache ich jetzt so. Ich schiebe jetzt hier die Creme hier zum Rand, markiere mir hier so einen Teil. Das ist jetzt 1/3, das sind 2/3 und die 2/3 gebe ich jetzt hier mit rein. Und werde es jetzt da drin schön verteilen. Und die streicht ihr jetzt mit einer Palette
so ebenmäßig wie möglich und so glatt wie möglich. Und dann gebt ihr die Torte für etwa 10 Minuten in den Kühlschrank, bis diese Schicht anfängt, etwas fest zu werden. In der Zeit bereite ich jetzt schon mal die Himbeercreme zu. Und zwar gebe ich jetzt wieder einen Esslöffel von der Quarkcreme zu den Himbeeren. Verrühre das kurz. Und gebe jetzt die Himbeeren mit in die Quarkmasse. Und da kommt jetzt die restliche Sahne mit dazu. Und jetzt gebe ich ein Drittel dieser Himbeercreme zu der Pfirsichcreme dazu. Also das gleiche Spiel wie vorhin. Ich schiebe die Creme hier vor, markiere mir ungefähr ein Drittel. Jetzt bleiben die zwei Drittel in der Schüssel und das eine Drittel kommt hier mit dazu. Und jetzt vermische ich die beiden. Die Pfirsichcreme ist jetzt ein bisschen fest geworden. Ich habe jetzt auch keine 10 Minuten gewartet. Ihr müsst da einfach individuell abstimmen, wie fest eure Creme schon ist. Und jetzt gebe ich ganz vorsichtig diese Pfirsich-Himbeercreme da drauf, sodass ich diese obere Schicht nicht zerstöre. Denn wir wollen ja später die einzelnen Schichten schön sehen. Und verstreiche das jetzt wieder schön mit meiner Palette. Ihr könnt hierfür auch gerne euren Fondantglätter nehmen. Dann kommt ihr nämlich richtig schön rein. Könnt es hier jetzt schön glatt streichen. So. Und jetzt gebe ich das erneut für 2-3 Minuten in den Kühlschrank. Jetzt ist die Oberfläche wieder ganz leicht fest geworden. Und ihr müsst euch da einfach beeilen, dürft aber auch nicht zu schnell machen. Denn die einzelnen Schichten müssen ja fest werden, bevor ihr eben die nächste Schicht drauf gebt. Aber die restliche Creme hier im Behälter darf eben auch nicht fest werden. Also deswegen ist das so eine Sache, wo ihr eben ganz arg aufpassen müsst. So, und jetzt gebe ich hier diese Creme noch drauf, ganz vorsichtig. Das ist jetzt praktisch nur noch die reine Himbeercreme. Und so gebe ich jetzt die Torte mit den drei Schichten in den Kühlschrank für etwa eine halbe Stunde, bis die Schichten fest werden und dann mache ich weiter. Für die letzte Schicht braucht ihr 125 ml Saft und zwar habe ich jetzt hier Himbeersaft. Ihr könnt aber auch natürlich einen anderen roten Saft nehmen, was ihr gerade da habt. Aber Himbeer passt natürlich am besten. Ihr braucht einen halben Teelöffel Speisestärke, einen Teelöffel Zucker. Wenn ihr möchtet, ihr könnt ihn auch weglassen. Und ich verwende noch ein paar Himbeeren, die sind bei mir tiefgefroren. Ich gebe die jetzt auch wieder ins Tiefkühlfach, damit sie einfach schön hart bleiben und fest bleiben und werde so lange hier das Gelee zubereiten. Dafür gebe ich jetzt den Saft einfach in einen kleinen Topf, gebe Speisestärke und Zucker mit dazu und verrühre das jetzt schön klümpchenfrei und lasse es jetzt einmal schön aufkochen. Ich habe es jetzt noch etwa eine Minute köcheln lassen und habe jetzt den Herd ausgeschaltet und nehme den Saft jetzt vom Herd runter und lasse ihn hier jetzt etwas abkühlen und kann in der Zwischenzeit schon mal die Himbeeren auf der Torte verteilen. Jetzt wird die Torte noch fertiggestellt und zwar gebe ich dafür jeweils einen Esslöffel von diesem Saft auf die Himbeeren drauf, mache das Ganze auch relativ zügig und kann das jetzt hier noch schön verteilen, indem ich das einfach hin und her bewege. Und so gebe ich die Torte jetzt nochmal für etwa 4 Stunden in den Kühlschrank, am besten aber über Nacht, damit sie wirklich komplett auskühlen kann und danach sehen wir uns wieder. Meine Torte war jetzt über Nacht im Kühlschrank, sie ist jetzt richtig schön abgekühlt und jetzt werde ich einmal hier den Tortenring lösen. Dazu nehme ich jetzt einfach wieder mein Tortenringmesser und setze das hier am Rand an und kann dann den Rand schön ablösen. Und das hat einfach den Vorteil, dass ich jetzt hier nicht aus Versehen in die Torte reinrutsche, weil es einfach diese zwei Teile hat, wo eben hier der Rand festgehalten wird und das Messer schön am Rand entlang gleiten kann. Aber wer das nicht hat, kann es natürlich auch mit einem ganz normalen Messer machen. Und dann könnt ihr hier am Rand richtig schön diese Optik sehen. Hier sieht man jetzt ganz deutlich den Biskuitteig, dann kommt diese Pfirsichschicht. Dann die Pfirsich-Melba-Schicht und die Himbeerschicht und ganz oben eben dieser schöne Fruchtspiegel. Und wenn ihr das richtig genau abmisst, also mit den ein Dritteln und zwei Dritteln, dann wird diese mittlere Schicht, diese gemischte Schicht aus Himbeeren und Pfirsichen auch richtig schön lila.
Und jetzt könnt ihr zum Beispiel noch so ein Minzblatt drauf geben. Einfach so ein Farbtupfer in Grün. Und jetzt noch ein kleiner Tipp für die Dekoration. Und zwar nehme ich mir jetzt etwas weiße Schokolade und ein scharfes Messer und werde da jetzt noch ein paar Schokospäne machen. Und zwar setzt ihr das Messer flach an und könnt dann solche Schokospäne abziehen. Und die setzt ihr dann einfach direkt auf die Torte. So sieht dann die fertige Torte aus und ihr könnt die natürlich dekorieren, wie ihr das möchtet. Und ich habe mich jetzt für die weiße Schokolade entschieden. Einmal geklingelt, komm, geh schon an die Tür. Mama. Jetzt muss die Torte ganz kurz warten. Der Osterhase war nämlich gerade da bei der Samira. Noch was sagt. Ja, da kannst du es essen. Bei uns waren gerade die zwei Nachbarskinder da von unseren Nachbarn und haben uns dieses kleine Ostergeschenk gebracht. Ich zeige euch das mal. Und das ist das Schöne hier bei uns, wir sind ja hier auf dem Land und da ist es einfach noch so, egal ob man jetzt Ostern feiert oder Weihnachten feiert oder nicht, man schenkt sich einfach gegenseitig was und ja, da hat man doch ganz tolle Nachbarn. Vielen Dank für das tolle Geschenk. Ich glaube, du guckst auch meine Videos. Süß. Ja. Guck du mal, da hat die Irina einen Keks ausgestochen und mit Lebensmittelfarben dann angemalt. Und kleine Cupcakes gebacken mit so einem Marshmallow-Fluff innen und einer Schokolade obendrauf. Auch wie lecker, die lassen wir uns gleich schmecken. Und jetzt werden wir die Torte natürlich noch gemeinsam anschneiden und probieren. Und dazu nehme ich ein ganz scharfes Messer und schneide mir jetzt einfach eine schöne Ecke raus. Welche nehme ich? Und jetzt stelle ich hier noch so eine kleine Tortenecke rein, damit die Torte schön frisch bleibt und mir nicht zusammenfällt. Und jetzt muss die Torte natürlich noch probiert werden. Das ist eine richtig sommerliche Torte. Also ich finde, gerade jetzt, wenn es warm wird, muss man die Torte unbedingt mal probieren, weil sie richtig schön nach Früchten schmeckt, nach Himbeer und nach Pfirsich. Und falls ihr Himbeer oder Pfirsich nicht mögt, könnt ihr das natürlich auch austauschen und andere Farben benutzen. Das Rezept gibt es zum Nachlesen auf www.sallystortenwelt.de. Ich würde mich natürlich über einen Kommentar freuen und auch über eine Bewertung und natürlich auch darüber, wenn ihr das Video teilt. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Sonntag, natürlich noch schöne Ostern und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich schon am Mittwoch mit einem kleinen Kochvideo. Und ich wünsche euch viel Spaß bis dahin. Bis dann. Tschüss.